Freunde, willkommen zum Update Version 31.3.0, dem dritten großen Update in dieser Season. Wir haben noch zwei große Updates zum Download bis zum Ende von dieser Season, bis dann Chapter 2 OG rauskommt. Und wir haben tatsächlich ein Mini-Event schon in dieser Woche am Samstag. Der Countdown ist da, die Dateien sind da, die Leaks sind draußen. Es gibt ein paar Spoiler auf Social Media, dazu wird auch bald ein eigenes Video rauskommen. Aber in diesem Video soll es erstmal die Zusammenfassung von dem neuen Update geben. Und ihr seht tatsächlich schon den ersten Teaser für das Mini-Event am Samstag. Und zwar findet das Ganze am 5. Oktober um 20 Uhr live statt. Die Beschreibung davon ist: Am 5. Oktober um 20 Uhr wird die Insel im Chaos versinken. Macht euch bereit für Doom am 5. Oktober. Wie gesagt, schreibt es euch auf, Freunde. Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, das Mini-Event. Das sollte tatsächlich auch eine Cutscene haben. Also es wird fast so, mehr als doppelt so groß sein wie das Raffinerie-Event aus der letzten Season, wo die Pipeline explodiert ist und Pandoras Büchse enthüllt wurde aus dem Boden. Also ihr könnt mit etwas Großem rechnen, aber natürlich kein riesiges Live-Event, das ungefähr 10 Minuten geht, sondern 2 bis 5 Minuten ungefähr. Mehr wissen wir auch tatsächlich nicht. Und es gibt jetzt auch den ersten Teaser auf Social Media, der einfach nur schreibt: Doom ist nah, mit der Beschreibung: Oh oh. Also ja, wir sind alle sehr, sehr gespannt darauf. Und wir schauen uns erstmal den Shop an, der nach der Downtime heute um 10 Uhr morgens aktualisiert wurde. Denn das Level-Up-Paket von dieser Season ist jetzt auch endlich online. In einem Monat endet schon die Season, Freunde. Und logischerweise, wie in jeder Season, bekommen wir das Level-Up-Paket mit einigen Cosmetics und nochmal 28 Leveln, die man verdienen kann, wenn man das Paket kauft. Neben dem Fortnite-Crew-Paket für Oktober haben wir jetzt nämlich das Zane-Level-Up-Auftragspaket. Auch dieser Charakter hat eine sehr besondere Story, wenn man seine Aufträge abschließt über die nächsten 4 Wochen bis zum Ende der Season. 1200 V-Bucks kostet das Ganze und er hat auch eine Chitin-Rüstung als zweite Variante. Sieht brutal geil aus. Dann hat er nochmal eine Lego-Variante. Apropos, Freunde, ich blende euch nochmal alle neuen und aktualisierten Lego-Stile von diesem Update ein und ihre vorgestellten Icons im Shop sowie alle neuen und aktualisierten Emotes, die mit Version 31.3.0 in Lego Fortnite unterstützt werden. Das ist hier das Rückenaccessoire, Sternenanbeterin und die Proxima-Klinge noch am Start, Freunde. Dann bekommt ihr nochmal das Auftragspaket. Ihr müsst dann über die nächsten Wochen, Woche für Woche, also Level-Up-Tokens auf der Karte einsammeln. Und währenddessen haben diese Quests in ihren Beschreibungen eine sehr interessante Story von diesem Charakter, warum er auf der Insel ist und wie seine Hintergrundgeschichte aussieht, denn er kommt auch von einem Krieg. Also achtet mal darauf, wenn ihr die Aufträge erledigt oder allgemein euch das Paket kauft. Wirklich sehr günstiges Paket, lohnt sich auf jeden Fall. Und zwei Skins haben wir in diesem Update auch tatsächlich neue Varianten bekommen, sogar heroische Hope in einer goldenen Variante als Pandoras Auserwählte. Und das Entdeckenmenü wurde auch ein wenig aktualisiert, und zwar wenn ihr zu den Favoriten geht oder zu kürzlich gespielt, dann wurde das unscharfe Bild im Hintergrund ein wenig angepasst. Logischerweise haben wir jetzt außerdem auch die Woche 7 Aufträge online. Und ich blende euch nochmal die dieswöchigen Gemstocks 1 die heute Dienstag um 16 Uhr angekündigt wurden. Und wir haben tatsächlich einen neuen Ruhemodus in Fortnite, und zwar Ruhezustand. So sieht der Screen aus, Freunde. Wenn ihr in diesem Ruhezustand seid, dann ist der Sprachchat pausiert und wird erst fortgesetzt, wenn ihr auf Weiterspielen klickt. Dann seid ihr auch wieder im Spiel. Aber ihr könnt auch den Timer, bis ihr im Ruhestand seid, in den Einstellungen anpassen im Spieltab. Und diesen Ruhestand erreicht ihr automatisch, wenn ihr mindestens 15 Minuten inaktiv seid, also nur in der Lobby 15 Minuten spielt, ohne irgendwelche Tasten zu drücken. Und wenn ihr das in einer Runde macht, werdet ihr, soweit ich weiß, auch aus der Runde gekickt. Wurde schon in der Downtime-Ankündigung gestern Nacht angekündigt. Wenn ihr in diesem Ruhemodus seid, Freunde, nach 15 inaktiven Minuten, teilt es eurem Team auch mit, dass ihr weggegangen seid. Und das Matchmaking wird auch abgebrochen dort Fortnite, also werdet ihr wahrscheinlich gekickt beim AFK sein, soweit diese Informationen korrekt sind. Damit ihr es auch versteht, Freunde, der meiste Content von diesem Update dient der Vorbereitung auf das Fortnite-Mass-Update, weshalb es Leaks zu Dingen gibt, die erst mit dem nächsten Update rauskommen werden, beziehungsweise zu den Dateien hinzugefügt werden sollen, denn dann kommt auch Fortnite-Mass 2024, also ist das quasi nur der Aufbau dazu. Es dient ja auch nur für die ganzen Files, für das Mini-Event am Samstag um 20 Uhr. Sprechen wir über die Battle Royale-Karte, denn sie wurde teils aktualisiert, denn wenn ihr auf die Mitte der Karte guckt, seht ihr eine sehr krasse Änderung. Nicht nur, dass es jetzt einen neuen Countdown gibt, Freunde, sondern auch, dass der mittlere See ausgetrocknet ist. Aber erstmal Schritt für Schritt kommen wir erstmal zu dem neuen roten Timer, der aus der Distanz einen gelben Strahl nach oben hat, um anzuzeigen: Hey Leute, hier ist was Wichtiges, und zwar der Countdown für das Mini-Event, der runterzählt bis zum 5. Oktober um 20 Uhr. Das Datum, an dem das Live-Event tatsächlich, beziehungsweise das Mini-Event
dieses Wochenende stattfindet. Und rundherum hat Iron Man auch 5 größere Risslöchfeuer mit mehr Energie gebaut als Vorbereitung für das Event am 5. Oktober um 20 Uhr. Wie gesagt, ich versuche es hier mehrmals zu erwähnen, damit ihr das Ganze nicht vergesst. Und tatsächlich sind diese Risslöchfeuer wahrscheinlich inspiriert worden von den alten Risslöchfeuern aus Kapitel 2 Season 4, die ebenso Iron Man gebaut hat in dieser größeren Variante. Bisher hatten wir nur die kleinen, die von Magneto gebaut wurden und von Shuri modifiziert wurden mit den Rissrekalibrierern. Wenn ihr nicht das so wisst, einfach die letzten Story-Videos abchecken, da kam das tonnenweise vor. Und der Countdown läuft jetzt auch auf einer neuen Stark Industries Plattform, die von Iron Man ebenso gebaut wurde. Und darauf hört ihr so ein kleines Ticken, während der Countdown immer weiter sich Richtung 0 nähert. Und die zweite Map-Änderung, somit auch die letzte in diesem Update, Freunde, ist eine unerwartete Trockenheit. Der mittlere See ist nämlich völlig ausgetrocknet, deshalb gibt es auf der Karte auch einen neuen Fluss, der hindurchfließen kann. Davor war der See einfach zu hoch mit dem Wasseranteil, was eben den anderen Fluss daran hinderte, sich mit dem anderen Fluss zu verbinden oder einfach hindurchzufließen. Und jetzt ist er tief genug durch diese Trockenheit, weil er ausgetrocknet ist, warum auch immer, wissen wir aktuell nicht, damit der Fluss eben diese Verbindung erstellen konnte mit dem anderen Fluss auf der anderen Seite. Ein weiterer Fluss aber, der den mittleren See als Wasserquelle hatte, ist nun ebenso ausgetrocknet, Freunde. Also sehr, sehr, sehr komisch. Ich denke, das hat was mit dem kommenden Mini-Event oder mit dem Live-Event am Ende der Season zu tun. Denn ja, wir bekommen 2 Events in dieser Season, auch dazu auch bald mehr. Deswegen abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Denn das war's mit diesem Update erstmal. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein und ciao.